Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist von Enster, die 2K Dualkamera. Heute mein Fazit und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an, vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus. Und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, die Kamera hat Enster mir zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch auch das Video. Und zum Ende des Videos gibt es ein Gewinnspiel. Ihr könnt diese Kamera gewinnen. Erklärung zum Ende des Videos. Mein Fazit ist sehr, sehr gut. Es gibt sicherlich auch bessere, es gibt aber auch schlechtere. Ich hole mal das Buch raus. Den dürft ihr natürlich nicht vergessen, der muss am Postkasten, irgendwie am Zaun, es muss darauf hingewiesen werden, dass das Grundstück überwacht wird. Wir gucken uns dann auch gleich noch die App an und die Außenansicht, wie das Bild ist. Ich bin begeistert, ich habe sie jetzt nun auch testen können, das Wetter hat auch mitgespielt, zum Glück. Hier sind ja, LEDs, auch für Infrarotbereich hier auch. Das ist ein starrer Blick und die dreht sich. Da könnt ihr hoch, runter, links, rechts. Bildqualität ist, finde ich, für diese Preisklasse sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zur App und dann sehen wir uns auch gleich die Außenansicht, wie das Bild an sich ist. Was die macht und dann würde ich sagen, danach gibt es mein Fazit. Für die App oder für die Steuerung der Kamera braucht ihr die ICC App, aber das könnt ihr runterladen. Jetzt seht ihr schon das Bild, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist die obere Kamera und ich habe hier wieder die Kalibrierungsscheibe, ist zwar von DJI, aber ist egal. Ich habe nur die eine, die habe ich ja schon bei dem Video, als ich das Produkt vorgestellt habe, schon mal benutzt. Und hier seht ihr die Kamera, die sich schwenkt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Klar ist das jetzt auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder iPhone oder Samsung-Telefon, sieht das natürlich ein bisschen kleiner aus. Aber hier habt ihr, ich nehme mal den Stift hier, Bewegungsverfolgung. Hier haben wir den, können wir den Cursor bewegen. Wir wollen jetzt mal ein Stückchen nach rechts. Nochmal ein Stückchen nach rechts. Ihr könnt es aber auch so machen. Und ihr könnt auch hoch und runter. Also wenn wir jetzt so mit dem Finger streifen, das geht viel schneller als mit dem Cursor, finde ich zumindest persönlich. Wenn wir hoch machen, es ist nicht 1:1 das Bild. Also wenn ich rausschaue, sieht die Wolkendecke oder der Himmel ein bisschen anders aus. Dadurch wird dann klar das Bild jetzt hier unten ein bisschen dunkler. Wir gehen mal wieder ein bisschen runter. Zwar bei der Bewegung rauscht das Bild, unbestreitbar. Aber der Vorteil einer Dualkamera ist, ob das jetzt nun wie hier die Terrasse ist, Garage, Carport, das ist immer im Blickfeld und die trackt das Auto oder die Person, die gerade in der Nähe ist und folgt dem Objekt. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Habe ich nur eine Einzelkamera, kann ich ja nur entweder
habe ich nur einen starren Blick, so wie hier. Oder ich habe eine Kamera, die ich schwenken kann. Aber dann verliere ich den Überblick von dem Objekt, was ich gerade anschauen möchte oder immer noch im Auge. So habe ich einen kleinen Vorteil. Ich sehe immer noch das, was ich überwachen möchte oder wie auch immer. Und hiermit kann ich Personen oder Fahrzeuge verfolgen, die auf meinem Grundstück sind. Ich habe natürlich auch Einstellungsmöglichkeiten, also unbestreitbar. Dann müssen wir jetzt hier. Hier haben wir Echtzeit, Wiedergabe. Also hätte ich jetzt eine Speicherkarte drin, dann würde das jetzt auch gespeichert werden. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber es macht doch ein schönes, klares Bild. Hier haben wir die. Ich gehe mal mit. Wenn wir hier raufgehen. Hier haben wir die Möglichkeit, alles einzustellen. Netzwerk, Einstellungen über das Gerät selber, erweiterte Einstellungen, Bewegungsverfolgung. Hier ist es noch nicht eingerichtet. Wenn ich das jetzt aktiviere und ich würde jetzt aus der Terrassentür rausgehen, würde mich die Kamera verfolgen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie empfindlich soll das sein? Jetzt ist das ziemlich hoch. Niedrig, das heißt, nur wenn richtig große Personen, also Menschen, also wenn jetzt eine Katze längs laufen würde oder ein Hamster, das würde jetzt nicht. Bei hoch ist na klar viel empfindlicher. Hier haben wir noch andere Einstellungen, also das hat jetzt nichts mit WDR zu tun. Das ist jetzt die Kamera, die sich bewegt. Hier haben wir dann nochmal einen Schalter. Jetzt ist das ein. Also hier haben wir da auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Hier kann ich noch Kamera verknüpfen. Hier habe ich grundlegende Einstellungen. Hier habe ich, ich komme mal ein bisschen dichter dran. Sprache ist jetzt auf Englisch. Ich habe leider kein Deutsch. Ich kann nur Chinesisch und Englisch, Spanisch. Ja, das könnt ihr ja lesen. Aber das ist ja nun auch nicht das wirklich das Wichtigste. Die Drehgeschwindigkeit normal. Etwas schneller oder etwas langsamer. Ja, das kommt immer darauf an, was ihr damit machen möchtet. Das müsst ihr bei den vor Ort ausprobieren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Gerätenamen könnt ihr na klar auch ändern. Wir klicken mal hier drauf. Es gibt bei der Einrichtung ja Voreinstellungen. Die könnt ihr erstmal übernehmen oder ihr macht dann was anderes. Hier ist jetzt zum Beispiel Bürogebäude überwachen oder wie man das einfach bestätigen. Das war es dann auch schon. Empfindlichkeit, Tag und Nacht umschalten. Lautsprecher, Lautstärke. Ja gut, hier kann ich das Bild links, rechts spiegeln oder nach oben, unten spiegeln. Ja gut, da habe ich den Alarmton. Das sind halt, wie gesagt, die Grundeinstellungen. Ja, hier habe ich dann einen QR-Code und dann kann ich dann auch wieder das übertragen auf ein anderes Gerät oder ein Smartphone, Tablet, wie auch immer. Möchte ich zum Desktop hinzufügen. Das kann ich natürlich auch machen. Dann kann ich das auch auf dem PC oder Mac mir ansehen. Finde ich auch nicht schlecht. Hier haben wir die Aufnahmeeinstellungen. Wie lang soll die Videosequenz sein? Alarmaufnahmen. Ja, dafür muss ich natürlich auch eine Speicherkarte drin haben. Aufnahmequalität. So, da haben wir dann klar von sehr schlecht bis exzellent. Wir sind jetzt im Mittel. Wir gehen jetzt auf exzellent. So, hier haben wir nur HD oder SD. Also ich würde immer empfehlen, dann nur auf HD zu gehen, damit man viele Details sehen kann. Wir gehen mal wieder raus hier. Ja, ihr seht die Vögel, wie die gerade so schön wegfliegen.
die werden ja klar nicht getrackt. Aber gut, insgesamt finde ich das Produkt, diese Kamera, sehr, sehr gut. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Bin hier gerade auf den Reiter runtergegangen. Bewegungsverfolgung. Der ist aktiviert. Ton- und Lichtalarm. Doppelter Lichtalarm. Ich kann hier klar ein bisschen was einstellen. Das konntet ihr natürlich auch in der Einstellung selber machen. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und ich kann die Kamera für den Heimbereich, der so ein bisschen sein Grundstück überwachen möchte, kann ich sie empfehlen. Wenn ich natürlich bessere Qualität, vielleicht in einigen Bereichen, vor allem in der Videoqualität oder in der Bildqualität haben möchte, muss ich natürlich ein bisschen mehr bezahlen. Die liegt hier so bei 50, 60 Euro gerade, kann auch 40 Euro momentan sein. Die haben momentan Angebote, die sogenannten Summer Sales. Jetzt habt ihr gerade gesehen, er muss irgendwas gesehen haben, weswegen er sich jetzt bewegt hat. Aber wir können ja wieder automatisch über die App steuern, wo wir wieder hinwollen. Und so hat man das nicht alles, aber das meiste vom Grundstück überwacht. Ja, dann soll es das hier auch gewesen sein. Ich verlinke euch das, schreibt das alles in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr könnt diese Kamera, die ich jetzt noch mal vorgestellt habe, mit Fazit gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Meinen Kanal abonnieren, ein Like da lassen und in einen Text oder beziehungsweise ein im Bemerkungsfeld was Nettes, Lustiges hineinschreiben. Und Ende September werde ich dann verlosen, das ist der letzte Sonntag im September, von allen, die ich mir dann durchgesehen habe, werde ich eine Verlosung machen. Das werde ich dann auch per Video oder per Clip vorstellen, werde die Personen auch anschreiben und innerhalb von Deutschland verschicke ich das dann auch. Und das ist auch nur innerhalb von Deutschland. Man kann sie nicht klar auch, wer jetzt in der Nähe wohnen würde, der kann sie auch abholen. Hier habt ihr die Möglichkeit, die zu gewinnen, die Kamera. Und in der Videobeschreibung steht das nochmal alles drin, wie ihr teilnehmen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.